Jetzt mal keinen kunterbunten Modus. Ich wette, das geht jetzt so daneben, ne? Mein Mülleimer mehr heranziehen, damit ich meinen Fuß da drauf stellen kann. So. Ja, ich habe immer einmal einen Papierkorb hier stehen und da habe ich meinen Fuß draufstellen, weil es cool ist. Ich glaube, weil er gebrochen ist, aber. Natürlich, weil er gebrochen ist. Ich bin schwer verletzt. Ich habe den Markt beim Einkaufen getroffen. Was hat er frei gehabt heute? Nein, nein. Der hatte um kurz nach drei hat er Feierabend gehabt, der Fanair. Viertel nach drei oder so habe ich ihn getroffen bei Netto. Auf einmal labert er mich von der Seite an. Na? Oh, ich denke, den kenne ich doch. Ist ich direkt erschrocken und erstmal zugeschlagen im Essen. Schreck. Ja, ich hab direkt eine Gewürzgurke ins Gesicht gehauen. Verdammt. Und das war nicht meine Gewürzgurke. Das war wahrscheinlich für alle Beteiligten besser. Ich glaube auch. So schnell wie konntest du so schnell auf Sophia klicken? Ist ja der Hammer. Nein, ich mach. Ich konnte vorhin. Ich hab das Bild noch gar nicht gehabt von ihr. Du warst schon weg. Du kannst ja auf den ausgewählten Spot klicken, dann geht er direkt zu. Ja, das mache ich ja auch. Das mache ich auch immer. Aber trotzdem warst du schneller als ich. Und ich dachte, ich wäre langsam heute wegen Schlafmangel. Ach, stell dir so an. Du hast doch letzte Nacht auch gebraucht. Hast du deinem Smoke denn noch die Uniform gegeben? Nee. Wie nee? Was ist denn? Daycare sind sie, glaube ich. Ja. Sehr schön. Der Biogefahrenbehälter wurde lokalisiert. Sie haben Camera und Echo und all so ein Scheiß. Was sind das für Operator? Sind die alle neu? Einsatz in 5 Sekunden. Ich glaube, der rastet aus, wenn er das Spiel nicht gewonnen hat. So, mal gucken. Ach, hier sind wir. Naja. Wo ist der Gunnar? Da ist der Gunnar. Ohne den habe ich Angst. Daycare. Ostseite durch die Fenster rein, vielleicht. Könnte man versuchen. Ja, ich glaube auch. Sprengladung in Position. Drohne kommt. Ich hab mal die Tür unter uns im Auge. Ich lade kurz nach. Elektronikscanner aktiviert. Der Raum ist frei. Okay, ich schwingel mich mal rein hier. Auf dem Flur ist auch keiner. Ah ja gut, hier sind's ja auch nicht, ne? Wir müssen ja noch ins. Oh. Ich höre was am Flur. Ups. Wann versehen. Ich hab nichts mehr. Ja, sehr fein. Noch anderthalb Minuten. Ich habe noch nichts gemacht, habe außer irgendwelche Kameras zu zerstören, ne? Interrogation. Sprengladung platziert. Hast du gerade? Ja. Ich hab Kamera geholt. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren. Sicherung des Raumes einstellen. Okay, bist du noch da? Ja, du bist noch da. Ja.
Dead Body. Wer hat das Shield? Es bleiben noch 15 Sekunden. Sprengladung in Position. Übrig. Okay. Ganz hinten rechts in der Ecke. Sehr gut. Ich hab die Luke gesprengt, weil ich hatte gesehen, dass unter mir der Typ war, der gerade verhört wird. Da habe ich die Luke aufgesprengt, bin runter und habe die Kamera weggeholt. Leider auch den eigenen. Weil ich im Fall auf sie geschossen habe, aber was soll ich machen? Hat ja funktioniert. Ela ist weg. Tja. Shotgun-Kills brauche ich keine mehr, aber Gadget-Kills sind gern gesehen. Brauche ich auch noch, dann nehme ich Smoke mal. Kann ich vielleicht mit den Granaten finishen. Das war jetzt schon mal. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Tschüss, Drohne. 5 Sekunden noch. Ich geh mal nach oben. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Weiterhin absichern. Dummes Rumgeballer, der war das. Haupteingang unten drin im Raum. Glaube ich. Scheiße. Ash unten an der Treppe. Beim Bad. Es rennt ja auch noch mit. Alter! Sie haben ihre Versuche gewählt. Eingestellt. Der Gegner versucht nicht mehr den Weg. Die Gegner sichern sich die Gefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Dieser Jäger, ey. Weißt du was? Das gibt's einfach nicht. Als du mir gesagt hast, wo Ash ist, wollte ich durchs Bad hinten rennen, ne? Und der poltert da rum, ey, das gibt's überhaupt nicht. Ja, hab ich gesehen. Dann hast du den eigenen, der da nur dumm rumschießt? Alles. Ich will mit solchen dummen Menschen nicht spielen. Ja, wir sind schon zu zweit, eben wollte ich das allein. Da fällt dir doch nichts zu ein. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Die sind wieder Daycare. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert.
Vielleicht Main Entrance spawnen und dadurch die Fenster rein. Hinten in diesem Südraum. Ach, du meinst den großen? Mhm. Ja. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Wach mal unten den Ausgang, dass keiner rauskommt. In einem Bad? Da ist auf jeden Fall irgendwo einer. Okay, ich sehe aber im Raum tatsächlich keinen. Ich bin auch drin. Die Wände sind leider alle verstärkt, da kommen wir nicht durch. Echo? Oder Frost? Frost war das. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Bettes, sobald die Bedrohung normalisiert ist. Ein Gegner verbleibt. Ich hab den angeschossen, der andere finisht den, ey, so eine Kacke. Ja, schade, dass ich Thermite war, dann hätten wir das richtig hart durchziehen können. Macht nix, Worm. Du hast ja jetzt deine Sophia-Runde fertig, ist doch schon mal schön. Nämlich nochmal Cavera. Noch das hat dir Elder Wetter genommen, ey. Verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ah, oben macht er noch schön Luke, sehr gut. Und sie steht nur rum. Ich will, dass sie auch mal bewegt. Mr. Fantastic hier. Kennst du eigentlich auch das Gefühl, dass dein Hirn fängt an zu jucken in dem Moment? Also, das ist ja wirklich abartig. Jetzt müsste alles viel härter bestraft werden. 5 Sekunden. Weiterhin absichern. Ich habe eine Holztür vor den Haupteingang gemacht und habe dabei irgendwie ein Team-Gadget zerstört. Keine Ahnung. Im Bad ist, glaube ich, ein Schildi. Ich höre da unten eine Drohne, aber ich sehe nichts.
Von oben fußt einer runter. Okay. Zeit, dir mal zu melden. Guck mal, kannst Rektalbleaching machen. Mhm. Deswegen bin ich hier. Saß in der Killcam, man hat mich nicht mal gesehen, ja. Nur noch ein Gegner übrig. Gegner eliminiert. Mission Erfolg für eigene. Ich das sehe, dieses Hin- und Hergepimmel dabei, da könnte ich ausrüsten. Wir haben zwar gewonnen, ja, aber trotzdem gönne ich ihm das nicht. Ich habe dem Fuse, der stand mit dem Rücken zu mir, ich renne zu dem, bin den gerade von hinten anschießen, dreht er sich um, schießt einmal aus der Hüfte und ich bin tot. War das vielleicht der Saß? Mhm, nee, war der andere. Das ist trotzdem nicht normal. Aber egal, wir haben gewonnen. 36% habe ich, Alter. Ich habe leider nicht getroffen. Einen brauche ich noch. Einen groben. Und dann brauche ich nur noch Gadget. Das könnte man auch im Flugzeug machen.